Ja, heute haben wir die letzte Liftfahrt gehabt. Der 1948 gebaute Horseller Lift hat heute seine letzte Fahrt, hat heute seine letzten Runden gedreht. Für mich geht eine große Ära zu Ende. Wir sind da ja, aufgewachsen, der Ursprung unserer Firma. Ich bin da hier oben geboren, zudem noch. Es war die Entwicklung, praktisch Hochsölden war vor Sölden war. Das Sonnblick, da mein Geburtshaus, 28 gebaut, der Isidor Rimmel bzw. sein Vater. Dann für die Gurschler, die 30er Jahre, das Hotel Hochsölden. Und wie das dann weitergegangen ist, praktisch Hochsölden ist gewesen vor Sölden war. Ja gut, der Hochsölder Lift war der Start für den Wintertourismus in Sölden, begonnen 1948. Ich habe viele Storys gehört von unserem Seniorchef, vom legendären Hans Falken und auch von Hermann Gursler und vom Martin Rimmel Senior, wie das Ganze begonnen hat und was das dort in Folge dann für einen Verlauf genommen hat. Und natürlich, wenn heute der Lift den letzten Betriebstag hat, geht schon etwas verloren, aber das ist halt der Lauf der Zeit. Aber es gibt zum Einser-Sessellift Hochsölden sicher viele, viele schöne Storys. Ich bin 50 geboren. Das ist eigentlich mein erster langer, großer Lift gewesen. Ich kann mich erinnern, als Schulbub, ich bin nach der Schule, hat man die Schultasche irgendwo hat die Seite geworfen, ist mit dem Sessel nach Sölden gefahren, danach zu Fuß, noch Minden, das Sportzopfach da. Und ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwie tut es mir sehr leid und irgendwie sehr weh. Und jetzt zuletzt, also in den letzten Jahren, ist man also einmal in Sommerau gefahren, damit man weg spazieren gehen kann oder man ist zu Fuß auch, haben den Lift wieder hoch, wegen den Knie jetzt. Und, aber dass der Lift noch ist, ich glaube, es ist ein kleiner Grund. Der Kommerzialrat Falkner, der Buckel Sans, Gott hab ihn selig, hat einmal einen Spruch gebracht, wie man einen Betrieb oder irgendwas fertig machen kann. Mit Frauen hat er gesagt, das sei am schönsten. Ins Casino gern, spielen das gern am schnellsten und mit Techniker, das sei am sichersten. Gut, irgendwo liegt der Grund in der Technik. Die Behörde hat gesagt, also wir haben jetzt 2x2 Jahre die Konzession verlängert, aber es ist jetzt die Technik einfach überholt. Der Einser-Sessellift, die Konzession läuft mit Ende Dezember dieses Jahres aus. Das heißt, für den nächsten Winter nicht mehr betriebsfähig oder betriebsbereit und der wird in diesem Sommer abgetragen. Ich habe gesagt, der Hochsölder Lift ist die Nabelschnur von Hochsölden. Und jetzt hat er keine mehr. Freilich, wir haben eine Straße und wenn wir da rüber schauen, die Einzelumlaufbahn fährt an Hochsölden vorbei. Ja, und Hochsölden, wenn im ganzen Sommer niemand mehr heroben ist, dann hat es vielleicht den Anschein, dass man ihn wirklich nicht mehr braucht. Für mich geht die Ära zu Ende und ja, ich muss mich mit dem abfinden. Es sind schon ein paar Gespräche jetzt im Busch, wo man ja Hochsölden doch wieder ein bisschen anbinden kann. Werden wir sehen, was da drauf kommt. Ich warte gespannt. Sölden TV. Hier bist du der Star.